Hallihallo, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Grüß euch. Herzlich willkommen wieder bei Sprechzeugs. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt 2020 grandios, fulminant, fantastisch, großartig angefangen und ihr seid gesund und munter und euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder bei Sprechzeug seid. Ich freue mich total. Ich habe auch dieses Jahr wieder richtig viel Lust, euch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Und versprochen habe ich, dass am Jahresanfang ich ein bisschen was dazu mache zum Thema Aufwärmen, Stimme aufwärmen. Ursprünglich dachte ich an das Thema Komfortzone. Ich habe mich aber kurzfristig umentschieden. Was daran lag, dass ich selber ein bisschen stimmlich belegt war. Und ich hatte am vergangenen Sonntag einen Auftritt als Sängerin bei einem Neujahrsempfang und habe dann so beim Fahren gemerkt und auch davor schon einen Auftritt gehabt, dann beim Fahren auch wieder gemerkt, ich muss mal wieder so ein bisschen aufwärmen, damit ich gut bei Stimme bin. So, und ein paar der Übungen kennt ihr schon. Ich möchte ganz gern euch heute so eine kleine Sequenz zusammenbauen, ja, die ihr einfach benutzen könnt, um da wieder so ein bisschen besser bei Stimme zu sein. Gerade zum Jahresanfang, finde ich, passt das ausgezeichnet. Aufwärmen ist so ein Ding, also zum einen, eine Übung ist so etwas, das kennt ihr, das haben wir schon mal gemacht. Manche von euch kennen es zumindest. Das ist das Pferdeschnauben. Also Lippen leicht, ohne Druck aufeinanderlegen, vorher vielleicht ein bisschen befeuchten. Ja? Und dann einfach mal die Luft durchschicken. Man nennt das Pferdeschnauben oder Lippenflattern. Das ist eine tolle Übung, um diesen ganzen Bereich hier, unseren Artikulationsraum und auch unsere Stimme so ein bisschen quasi aufzuwärmen, zu beginnen. Was wunderbar geeignet ist in Kombination für die Stimme ist richtig gut, ist Gähnen und Strecken und Räkeln. Das könnte man sogar kombinieren, aber erstmal gähnen, strecken, gähnen ist richtig gut für die Stimme. Das befeuchtet. Wenn ihr jetzt danach einfach mal drauf los Pferde schnaubt, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Ihr könnt auch, wenn ihr das ein bisschen länger gemacht habt, dann nehmt ihr den Helikopter. Das macht Madame Céline Dion immer, zumindest habe ich das gelesen. Und zwar nimmt sie quasi die gleiche Übung, gibt aber ein bisschen mehr Druck auf die Lippen und benutzt Ton dazu. Und das hat so ein bisschen was von Flugzeug, wenn ihr euch erinnert, so als Kinder. Deswegen nennt sie das Helikopter. Ich finde, das ist eine tolle Übung. Mir macht die tierisch viel Spaß. Kitzelt alles wunderbar, großartig. Also gähnen, regeln, Pferde schnauben und irgendwann. Fangt ihr ein bisschen an, im Helikopter oder im Flieger zu sitzen. Und jetzt haben wir ein bisschen hier Artikulationsraum aufgewärmt. Wir hatten jetzt schon Ton dabei und jetzt nehmen wir noch ein bisschen Ton dazu. Seufzen mal ganz wunderbar. Von oben nach unten, so wunderbar, herrlich und offen. Auch eine schöne Übung nach dem Gähnregeln. Zum Beispiel geht also auch, ihr könnt auch das kombinieren. Und jetzt nehmen wir noch eine Übung mit dazu, den Wohlton. Ihr erinnert euch, der Ton, den wir benutzen, damit andere sich wohlig fühlen. Oder wir benutzen ihn, wenn wir uns wohlig fühlen, leicht unterhalb unserer normalen Tonlage, den wir mit einem einfachen automatisch aktivieren. Jetzt nehmen wir noch, ihr wisst es, Kopfkino mit dazu. Denkt an was Schönes. Denkt an, ja, was ihr zu Weihnachten bekommen habt oder wie das Silvester war oder was auch immer. An das schöne Wetter. Heute scheint die Sonne. Und zieht das ein bisschen länger. Und jetzt nehmen wir gleich noch die Kuh dazu, das Kauen. Ihr erinnert euch. Nutzt den Wohlton einfach zwischendurch mal, um die Stimme wieder so ein bisschen bei euch sein zu lassen. Und jetzt habt ihr über das
Gähn, Rekeln, also das Strecken und Öffnen des Mundes, das Pferdeschnauben, den Helikopter, das Seufzen und den Wohlton. Eine kleine Sequenz aneinander gehängt, mit der ihr, glaube ich, ganz gut ins Jahr starten könnt. In der nächsten Folge geht es wieder um Kommunikation natürlich. Diesmal auch um das Thema Kommunikation mit anderen Wesen, mit Mensch, mit Tier und so weiter. Freut euch also auf die nächste Sendung und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt einen tollen Tag, eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Ein großartiges 2020 und bleibt mir gewogen. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.